Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich etwas, was ich gedacht habe, mache ich gar nicht. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Es geht um den sogenannten Mirror Riser. Ich weiß gerne, wie es auf Deutsch heisst. Auch da die Rückspiegelhöherlegung. Es geht darum, dass der Rückspiegel halt einfach relativ tief unten ist, beziehungsweise durch das Infotainment System. Man sieht es auch hier. Einfach der da. Dadurch, dass der Bildschirm relativ hoch raufkommt, ist dort ein relativ schmaler Spalt zwischendrin. Es gibt dort ganz viele verschiedene Lösungen für das Ganze. Ich habe die hier. Genau. Ich kann nicht mal sagen, was für eine Marke das ist oder was für ein Hersteller das ist, weil da hat mir einer, der unsere YouTube-Videos schaut. Er hat Sonic gemacht und er hat den selber gefräst. Also er hat zwei gemacht, einen für mich und einen für sich selber. Husi Messerschmiede, der macht normalerweise Messer. Genau, mega geiles Zeug. Geht doch schnell auf seine Insta-Seite, die es sehen. Wenn ich es arbeite, linke ich es irgendwo da. Oder es ist einfach in der Beschreibung in seinen Husi Messerschmiede. Falls ihr mir wünscht, ein Like dort lassen, macht doch das schnell. Genau, wir haben den bekommen, ist gefräset, was ich sehr sympathisch finde, weil ich auch die gesehen habe, die aus dem 3D-Druck raus sind. Die sind sicher nicht schlecht, auch von der Passgenauigkeit her. Das Problem ist halt, Kunststoff kann dort oben, wo der halt ist, wird es halt relativ heiß im Sommer. Wenn dort der Sonnenstrahl scheint, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das anfange zu verbiegen. Darum finde ich gefräset aus Aluminium finde ich einfach lese. Und ich finde gefräsete Sachen sowieso geil. Genau. Ich probiere den jetzt einzubauen, schaue, wie gut dass der passt. Übrigens, er ist nicht der Hersteller von dem, einfach dass das noch klar ist. Ich kann ihn nicht bei ihm bestellen, oder habe ich jetzt nicht mit ihm abgesprochen, ob das geht oder nicht. Es sind einfach die Druckdaten, die er hat, und aufgrund von dem hat er die gefräset. Da gibt es sicher noch 100 andere Hersteller, die genauso gut passen. Genau. Und los geht's. Damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie es aktuell aussieht. Da ist aktuell meine Sicht, wenn ich hier hocke. Ihr seht hier, es ist wirklich unterhalb von der Türe. Und jetzt schauen wir dann mal, wie weit das kommt. Und er ist an der höchsten Position. Ihr seht hier oben, hätte man sogar noch mehr Platz. Also dort rauf ist eigentlich das Ziel, dass er kommt. Und da ist jetzt meine Aussicht von daher. Da ist jetzt wirklich gerade meine Höhe, wie man es sieht, wie ich es sehe. Und ja, da zwischendrin ist gerade so, wirklich so eine Handbreite geht da noch zwischendrin. Schauen wir mal, wie hoch wir kommen. Jetzt, als ich den Rückspiegel unten habe, habe ich mich gerade spontan umentschieden. Ich lasse den gerade komplett weg. Ich schaue jetzt mal, wie sich das fährt. Ich habe schnell das Auto laufen lassen und schnell Fehlermeldungen geschaut. Es gibt keine Fehlermeldung. Jetzt schaue ich mal, wie sich das so fährt und ja. Vorgeschrieben ist es nicht. Ich habe links und rechts einen Aussenspiegel, der in der Mitte ist optional. Also jetzt schaue ich mal, ob sich das angenehm fährt und ob ich so mit dem klarkomme und dann lerne ich das vielleicht gerade so. Noch kurze Zusammenfassung oder kurzes Feedback dazu, wie es jetzt ist, ohne Rückspiegel zu fahren. Ich habe jetzt etwa 1500 km gemacht, ohne Rückspiegel, also ohne Innenrückspiegel. Und also es fährt sich tiptop. Es ist mega schön, dass man endlich etwas sieht. Ich finde es einfach mega gebig, weil man sieht endlich etwas gegen Führen. Vor allem halt die Rechtskurve ist man nicht die ganze Zeit so am Machen und unterm Spiegel am durchschauen. Ich habe mich relativ schnell daran gewöhnen, dass es einfach ohne Innenrückspiegel ist. Ich ertappe mich immer noch, dass ich, vor allem wenn ich umsteige von einem anderen Auto, wo noch einen Innenrückspiegel hat, dass ich zwischendrin wieder hinschaue und dann feststelle, ah nein, ich habe ja gar keinen Rückspiegel dort. Aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Oder ich, ja, es stört mich auch nicht, dass er weg ist, ich vermisse ihn nicht. Und ich finde, die Sicht gegen vorne ist Welten besser als vorher. Also es ist wirklich, ich finde, es ist kein Vergleich. Und ja, da passt mir einfach sehr gut und ich werde auch darum keinen Rückspiegel mehr anmachen. Ja, das wäre es von diesem Video. Ist ein kleines kurzes Video, aber gibt es halt zwischendrin auch noch. Schön, dass ihr noch dabei gewesen. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.